It's Tooltime. Ja, heute mal wieder ein Mini-Unboxing und zwar habe ich mir was bestellt. Wo habe ich das wohl gemacht? Keine Ahnung. Und man sieht ja meine Rappelkiste hier. Ja, Motor ausgebaut und da warte ich auf das Ersatzteil eben dafür. Und kann man ja nämlich ansehen, wie der Wagen hier so rumsteht. Schön die Finger schneiden. Zap, zap, zap. Ja, das übliche. Ein bisschen Werbung. Mal sehen. Ja, das kennt ihr wahrscheinlich alle, die da schon mal bestellt haben. Damit. Also mal kicken. Sieht man noch was? Ja, denkt man schon. Oh, schön liebevoll eingepackt hier. Müll. So, da kommen schon die ersten Teile. Und zwar sind das Klipse. Kennt ihr vielleicht auch schon. Und da kommt halt, wenn man Kabel zusammensteckt, dass das nicht losrappelt oder rausflutscht. Schiebt man das halt oder steckt man dann beide Kabel hier rein, drückt das da rein, das rastet dann ein und hier links und rechts kommen die Kabel dann raus und es kann nicht mehr auseinander gehen, also es bleibt drin stecken. Haben sie momentan auch im Angebot. 1 Euro, weiß ich nicht, 25 oder was, ein so ein Teil. Also da kann man da nicht meckern. So, jetzt kommt das Ritzel, was mir fehlt. Und ja, da habe ich mich schon drauf gefreut, weil diesmal stelle ich mir das Ritzel ein und nicht wie das vom Werk aus schon eingestellt war. Das war mir zu weit weg und wie man in meinen anderen Filmen gesehen hat, habe ich ja da ein bisschen Hand angelegt, dass man mit den Differentialritzel, also mit den großen Ritzel, mit den kleinen halt ein bisschen näher kommt oder andersrum gesagt. Und jetzt muss ich mal kurz gucken, wer es noch nicht gesehen hat. So. Das war mein altes, was so, wie soll man sagen, hat wohl Karies gehabt. Die ganze Zähne weg. Sieht ziemlich übelst aus, auch nur an einer Seite. Hier sind sie noch da. Und ja, da ist nichts mehr mit los. Da ist also das Beste mal von ab. Jetzt habe ich vom Kumpel eins geschenkt bekommen. Das ist ein altes, was er ausgebaut hat. Und wenn man so sieht, na, stellt die Kamera scharf, das sieht ja an sich nicht schlecht aus. Und im geschenkten Gaul guckt man auch nicht ins Maul. Aber wenn man jetzt die andere Seite sieht, erstes Mal ist hier eine wunderschöne Kante. Sieht man das? Spackt die Kamera schon wieder. Da sieht man die Kanten da drin und wie wenig hier noch Material an den Zähnen ist. Das heißt, wenn ich das vergleiche mit meinem alten, was den Geist aufgegeben hat, also hier vermute ich, ist die Schraube locker gegangen und deswegen ist das auf einer Seite abgerissen und die Schraube abgeknackt. Die habe ich Gott sei Dank nochmal freigekriegt. Ja, was soll ich dazu sagen? Also das wird mir jetzt doch ein bisschen zu riskant, das jetzt hier einzubauen, weil wenn mir das um Ohren fliegt, dann könnte ja Folgeschäden haben, das möchte ich mal gerade nicht. Aber trotzdem nochmal Dankeschön für das Ritzel, kommt bestimmt noch im Einsatz. So. Was haben wir da noch Schönes? Ja, so, jetzt geht's los, jetzt kann ich Rennen fahren. Und zwar ist das der Transponder, also kennt auch jeder, der halt die Runden zählt, wenn ich durchfahre. Und das ist jetzt noch der alte mit den zwei Kabeln dran. Und was heißt alter? Der kann auf jeden Fall noch die alte Funkschleife da zählen. Also ich sage das jetzt mal mit meinen Wörtern. Also, und die neueren, die mit drei Kabeln verbunden sind, da ist eins irgendwie für Temperaturmessung, wenn man über der Schleife fährt. Und wie auch immer. Und der kann aber nicht alle
ja, Messstellen. Also es gibt noch altere Geräte und dann zählt er die Runden hinterher nicht und deswegen gehe ich auf Nummer sicher. Ich will jetzt den haben, der auch noch diese älteren Geräte, die da verbaut sind, in manchen Rennstrecken dann auch noch meine Runden zählen kann. Sonst wäre das ja blöde. Dann fährst du da hin und kannst nicht fahren. Das ist ja für den Allerwertesten, kann keiner gebrauchen. Jede Menge Luft für viel Geld. Ja, das war es jetzt schon. Und ja, was soll ich dazu sagen? Ich mache noch mal eine Dia-Show, wie ich jetzt den Motor oder das Ritzel einbaue. Und ich werde mich noch mal schlau machen. Also ich werde mit Sicherheit die Schraube mit Schraubenlack sichern. Also lieber bleibt sie mir drin stecken, dann kostet das 15 Euro für die Glocke, wenn man es nicht wieder rauskriegt. Das ist mir immer noch lieber, als dass mir die Schraube von losrappelt und mir mein Ding schrottet. Und da habe ich einen Verwandten aus Bewandtnis. Ich habe mir hier eine kleine Kerbe reingesägt. Müsste man dann für sich sehen können. So, und das heißt, wenn man das Ritzel feste in die Glocke reinschraubt und es bricht ab, kann man von der Innenseite, wo die Kupplung ist, kann man auch reingehen in den Schraubenzieher und dann kann man vielleicht das abgebrochene Stück Schraube rausdrehen. Deswegen der Spalt. Hier ist es ja dann meistens glatt und dann habe ich hier die Möglichkeit, das nochmal rauszufrieren und mit heiß machen, weiß ich noch nicht. Also einmal habe ich es geschafft, auch ohne diesen Schlitz. Das heißt aber nichts, das muss ja nicht immer so sein. So, lange genug gelabert. Dann sage ich mal bis zum nächsten Mal. Nicht vergesst den Daumen nach oben. Hier zeige ich euch noch, Moment, ich zeige euch noch ein kleines Filmchen, wo ich den ganzen Scheiß reinbaue. Nicht vergesst den, kommt jetzt noch der Trailer. Und ja, dann bis zum nächsten Mal. Tschüss.